Das Anwendertutorial für LabDo-Benutzer erklärt euch kurz die Software und gibt einen Überblick. Ihr habt oben die normalen Dateiordner, Dokumente, Bilder. Das kommt euch vielleicht bekannt vor, gibt es auch in vielen anderen Betriebssystemen so. Ihr könnt die Ansicht ändern über Tastenkombinationen oder indem ihr bei der Ansicht entsprechend auswählt. Es gibt drei vorinstallierte, Jitsi, Teams und Zoom für Videokonferenzen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Dokumenten, Unterlagen, zwei Bücher, sehr interessant, über Mate. Das ist dieser Desktop, den wir verwenden, die Benutzeroberfläche. Lohnt sich zu lesen. Dann gibt es für die Bildschirmsteuerung, wenn man die Auflösung ändern möchte, ein kleines Tool, oder wenn man externen Beamer oder einen zweiten Monitor anschließen möchte, kann man hier auch die gesamten Einstellungen vornehmen. Und Kivix ist ein sogenanntes Offline-Tool für Lerninhalte. Da kann man sich entsprechende Unterlagen runterladen. Zunächst sieht man nur die in der Benutzersprache. Wenn man auf All geht, sieht man hier zum Beispiel für Deutsch auch ganz viele Wörterbücher in den häufigsten Flüchtlingssprachen. Alles vorinstalliert, damit man dann auch ohne Internetzugang lernen kann. Man kann sich auch weitere Dateien runterladen. Dafür muss man aber mit dem Internet verbunden sein. Es dauert auch relativ lange, weil das hunderte von Lerninhalten sind. Wir machen jetzt mal zu, kommen wir später drauf zurück. Es läuft jetzt im Hintergrund weiter. Dann gibt es von Linux Mint, das ist das Betriebssystem, das wir verwenden, ein Tool, um sich schnell einzulesen, Chatverbindungen aufzubauen, wenn man Hilfe braucht. Auch ganz nützlich, und Papierkorb, klar, sollte man ab und zu leeren. Dann unten kann man sich die verschiedenen Programme und Bereiche anzeigen lassen. Netzwerkverbindungen, Anwenderverwaltung, Steuerzentrale oder Control Center. Hier habt ihr so die ganzen klassischen Einstellungen, neuen Drucker, Firewall einrichten, welche Programme automatisch gestartet werden sollen und. Da muss man halt schauen, was man jeweils braucht. Und man kann zum Beispiel auch die Sprachen verändern. Voreingestellt in dem Moment ist Deutsch für alle Bereiche, aber man kann eben auch in beliebige andere Sprachen umstellen oder auch weitere Sprachen hinzuladen. Da gibt es also dreistellig Sprachunterstützung und muss man dann schauen, was man im Einzelfall braucht. Dafür muss man das Passwort des Systemadministrators haben und kann jetzt entsprechend hier weitere Sprachen nachladen. Dafür aber auch online sein. Dann geht es weiter mit verschiedenen anderen Möglichkeiten. Unten gibt es dann noch Office-Programme, Büroprogramme, Bildungsprogramme etc. Da lohnt es sich. Wir können nicht in jedes einzelne Programm hineingehen. Das sind hunderte. Ihr habt da für sehbehinderte Anwender Lupen, solche Dinge, Lernprogramme, Bruchrechnen, Chemie, Physik, Geografie, Mathematik und. Also es lohnt sich wirklich, in die einzelnen Programme mal reinzuschauen. Von der Altersstufe Vorschule bis Abiturniveau etwa. Im Office-Bereich habt ihr so die klassischen Dinge wie Word, Excel, PowerPoint, nur eben nicht von Microsoft, sondern in dem Fall sind es LibreOffice-Programme, die sind lizenzfrei und legal kostenlos nutzbar, funktionell, aber durchaus vergleichbar. Grafikprogramme, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Schneiden, CAD-Programme, Desktop-Publishing-Programme, fürs Internet ganz, ganz viele Programme, Browser, E-Mail-Programme. Im Entwicklungsbereich habt ihr Python vorinstalliert, aber es gibt auch ganz viele Programme für Kinder zum Lernen von Informatik. Spiele, sehr, sehr viele. Die meisten davon auch mit ein bisschen Anspruch und Lernhintergrund. Da habt ihr also auch viele Varianten. Systemwerkzeuge, Partitionierung und. Also auch da seid ein bisschen vorsichtig, aber auch da gibt es fast alles. VirtualBox, wenn ihr virtuelle Maschinen installieren möchtet.
Damit könnt ihr zum Beispiel Windows als Gastbetriebssystem installieren oder Apple oder Android oder. Jedes beliebige Betriebssystem kann man hier entsprechend auch trainieren und schulen. Ton und Video, auch hier Audioprogramme, Medienplayer, Gitarre spielen lernen, Klavier spielen lernen, Zubehör, sehr, sehr viel auch, um das System besser nutzen zu können. Tastaturen, die man sich auf dem Bildschirm einblenden kann, wenn man zum Beispiel gelähmt ist und nur mit Augenbewegungen den Rechner steuern kann. Es gibt unglaublich viel, was man hier entsprechend noch benutzen kann. Dann gibt es hier jetzt zurück zu Kivix eine diese gesamten Dateien, da muss man jetzt wirklich entweder nach Sprachen filtern oder nach Kategorien suchen oder beides gleichzeitig, dass man dann das findet, was man sucht, oder oben über den Suchbegriff gehen. Dann geht das Ganze unten weiter. Ihr könnt da die LibreOffice Suite starten. Das sind so die Programme im Überblick. Textbearbeitung, Tabellenkalkulation etc. Sieht von den Funktionen her ähnlich aus wie andere Programme, die ihr kennt. Und die schalten sich dann auch jeweils um, wenn man auf eine andere Anwendersprache geht. Beim Firefox-Browser sind bestimmte Tabs schon vorbelegt. Einmal hier Erklärvideos in verschiedenen Sprachen, die euch das System näher bringen sollen. Dann gibt es Manuals in verschiedenen Sprachen auch. Dann die normale Internetsuchseite. Falls ihr nicht im Internet seid, ist sie natürlich offline. Zeigt nichts an, und deutschsprachige Manuals über das System, Deutschkurse, Informationen für Flüchtlinge und. Alles lizenzfrei und darf auch gerne geteilt werden. Ja, Dateimanager und so weiter waren wir schon drin. Tastaturen sind einige vorbelegt. Wenn euch was fehlt, rechte Maustaste kann man es nachinstallieren, runterfahren. Das sind alles die Dinge. Viel Spaß!